So, jetzt aber. Aber Rebecca ist eh gleich tot. Also von daher, ja. Rebecca ist tot. Oder was? Du blödes Scheißvieh. Lass doch Rebecca gefälligst in Ruhe. So, vielleicht können wir ja hier das noch ein bisschen verzögern. Indem wir einfach so vor das Vieh hin und her laufen. Ja, aber das ist nicht genug. Sie braucht noch eins. Nee. Nee, beide tot. Beide tot. Okay, ich habe jetzt mir gerade in der Pause noch mal überlegt, wie wir das machen können. Alter Schwede, dieses Finale ist echt hart, muss ich sagen. Aber das passt zum Spiel. Das passt echt zum Spiel. Haben wir jetzt eine Folge nur mit diesem blöden Kampf, ey. Aber es ist... fortsetzen. So. Aber es ist ein passendes Finale für dieses Spiel. So, ich glaube, sie müssen überleben, um diesen Traum ein Ende zu setzen. Ich glaube, wir nehmen als erstes tatsächlich die Magnum jetzt. Weil durch den Granatwerfer wird das Vieh ja immer ein bisschen zurückgestoßen. Na, und wenn Rebecca dann da längere Zeit geschützt wird, dann werde ich mir diese Zeit aufsparen. Ne, für das, wenn das Vieh ständig auf Rebecca geht. So, das ist jetzt der große Plan hier. So, ich muss Rebecca gleich nochmal umstellen, damit sie auch schießt. Ne, weil jeder Schuss hilft. So. Lass uns bitte direkt ins Menü. Partnerangriff, okay, passt. So. So, und direkt einfach da drauf ballern. Die Magnum ist leer, okay. Oh! Wie viel hältst du jetzt auf einmal aus? Ich dachte, das reicht schon mit den 7 Schuss. Ah, er hat schon wieder keine Buddy mehr. Das, okay, das, ich weiß nicht, ob dieser Plan klappen wird. Ich brauche noch mehr Schuss. Hallo? Kannst du bitte auf Rebecca? Hallo? So, danke. Und Rebecca bitte voll heilen. Und warum hat Rebecca auch die Pistole ausgerüstet? Aua, Mensch. So, ich möchte bitte die 6 Schuss noch... Ja, danke. Okay, aber ich habe jetzt halt Rebecca dich hochgeheilt und jetzt ist sie direkt gelb. Ja, rüste keine Waffe aus. So, so, Sophie. Bleib zurück. Du... Ja, natürlich. Okay. So, du lässt bitte Rebecca da arbeiten. Du lässt bitte Rebecca da arbeiten. So. Das erste ist erledigt. Alles klar. Das muss jetzt 4-mal klappen. Wir sind fast tot. Oh, dieses Drecksvieh. So, und du lässt jetzt bitte Rebecca in Ruhe. Was? Rebecca? Ja, können wir nicht raus, ne? Das Ding lässt uns nicht raus. Ja, toll. Mann, haben wir noch einen Schuss? Ja, einen Schuss haben wir noch und Rebecca ist schon wieder auf Ort. Ja, super. Aber, nein. Nein! Lass Rebecca in Ruhe. Lass Rebecca in Ruhe. Ja, super. Wie machen wir das denn jetzt? Lässt du wohl Rebecca in Ruhe? Oh Gott. Lässt du wohl Rebecca in Ruhe? Hey! Dieses Vieh geht immer auf Rebecca. Und die ist gleich schon wieder tot. Ich weiß nicht, was wir da machen sollen. Rebecca hält zu wenig aus für den Mist. Es ist einfach so. Rebecca hält viel zu wenig aus für den Scheiß. Okay. Die hatte am Anfang halt die Pistole ausgerüstet. Ne? Es wäre gut gewesen, wenn sie die Schrotflinte ausgerüstet hätte. Leute. Also vielleicht werde ich auch ein paar Versuche rausschneiden. Das ist, werde ich vielleicht so machen. Aber wie gesagt, es ist die finale Folge. Und da muss halt ein spannender Kampf drin sein. So, Rebecca
Rüste die Schrotflinte aus. Ablegen, kann man dafür noch was mitnehmen? Kann man dafür noch irgendwas mitnehmen hier? Ja, die Pistolen. Ah, und eine Heilung. Okay. Und eine Heilung. Könnte man noch mitnehmen. Kräutermix. So, dann werde ich jetzt nämlich mit Rebecca schießen. Und dann Angriff. Und Team. Genau. So. Dann. Es ist echt merkwürdig, ne? Dass dieses Vieh sich nicht ablenken lässt. Ich habe auch nur 10 Granatenschuss, das ist das Blöde. So. Lass uns schnell da... So, okay. Schieß drauf. Schieß einfach drauf. So. Lass einfach Rebecca in Ruhe, ey. So, das Ding geht nämlich nur auf Rebecca, wie ihr seht. So. Billy braucht Buddy. Billy braucht Buddy. Hallo, du brauchst Buddy. So. Ah, nee, du brauchst noch einen Schuss. Warum schießt du denn nicht? Ah, nee. Ja, jetzt habe ich wieder mit dem Granatenwerfer als erstes geballert, ne? Nee, 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 nee. Rebecca lässt du schön in Ruhe. Alle Magnum-Schuss verballert. Kombiniere. Damit. Und weg damit! Ja, dann... Komm bitte hoch hier. Ja, okay. Sehr gut. Alles klar. Dann... Du Vieh. Wie funktioniert dieses Ding? Kommst du wohl hier hin? Lässt du Rebecca da arbeiten, gefälligst? Es geht immer auf Rebecca. Ach, das ist echt zum Kotzen, dieses Viech. Warte mal, können wir wechseln? Versuchen Sie später noch einmal. Okay, können wir austauschen? Nee, können wir nicht. Wir können uns aber... Was habe ich jetzt gemacht? Egal. Verwenden. Okay. Lass Rebecca gefälligst in Ruhe. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Jetzt geh da raus. Ach, ich habe sie abgelegt. Ah, okay. Ja, gut. Aber das war ein noch schlechterer Versuch als vorher. Wirklich. Austauschen. Ja, aber wenn wir Rebecca spielen könnten. Versuchen Sie später noch einmal. Rebecca macht's halt alles automatisch. Das ist ein noch schlechterer Versuch als vorher, wirklich. Ach, Leute. Dieses Vieh geht auch immer auf Rebecca. Billy hält halt so schön viel aus. Jetzt lass doch Rebecca in Ruhe, Mensch. Hallo. Ja, jetzt ist Rebecca gleich eh wieder tot. Ja. Rebecca macht's automatisch und das Vieh... Ja, genau. Dieses Drecksding geht immer auf Rebecca und es reagiert nicht, wenn wir darauf schießen. Das ist das Problem bei der Sache. Versuch Nummer 20... Oh mein Gott, ey. A few moments later. Take 1000, Freunde. Take 1000. Ein scheißes Team hier, echt. Was haben sie sich nur dabei gedacht? Okay. So können wir gehen eigentlich. So. Dann los hier, Mann. Also, ich will das jetzt schaffen, verdammt nochmal. Das gibt's doch nicht. Diese Kamerasteuerung.
Verdammt nochmal. So, wie geht's? Was macht Billy gerade? Inaktiv, ja klar. Ach, Mann. Kannst du dich mal bewegen, Billy? So. Ah, guck mal, das Vieh reicht zurück. Das Vieh reicht zurück. Ah, Billy. Billy. Du brauchst Woody, ne? Ja, wartet mal. Warte mal, warte mal. Oh, Gottes Willen. Kombiniere damit und bei Billy. Der hat ja noch die Magnum. So, der hat ja noch die Magnum. Schieß drauf. Schießt einfach drauf zu zweit hier. So. Okay. Dann hat jetzt Billy nochmal... Keine Munition wieder. Ach, um Gottes Willen. So, kombiniere damit. So. Rüstest du bitte die Waffe aus? So. Wie oft muss ich da noch drauf drücken? Hau ab, du dummes Drecksteil. Das Ding macht immer seine Sturmattacke und dann können wir wieder nichts machen hier. Der lässt aber auch nicht von Rebecca ab. Doch, jetzt lässt er von Rebecca ab. Okay. Okay. Das erste ist fertig. Okay. Vielleicht haben wir jetzt eine bessere Chance. Bleibst du hier? Lässt du Rebecca in Ruhe? Bleib hier, verdammt nochmal. Du dummes Drecksteil. Wirklich. Lass Rebecca in Ruhe. So, wir sind ein Stück weiter. Haben wir Munition. Versuchen Sie später noch einmal. Keine Munition mehr. So. Ich bin aber fast... Ja, wartet mal. Ich bin aber fast gewillt zu sagen, das sieht besser aus. Wartet mal. Können wir? Nee, geht leider nicht. Okay. Rebecca ist da noch busy. So, jetzt aber. Jetzt, komm. Das zweite Ding ist unten. Dass das aber auch vier Dinger sein müssen, ne? So, jetzt können wir... Wir können es immer noch nicht austauschen. Und jetzt greift das Vieh wieder Rebecca an. Ah, okay. Rebecca, das ist gut. Rebecca, das ist gut. Genau, lauf einfach weg. Ich halte das Ding so lange auf, ja? Lauf, genau, nach da oben. Das ist gut. Okay, das ist besser. Das ist jetzt gerade echt besser. So. Lass doch Rebecca in Ruhe, Mann. Können wir austauschen? Nein, wir können nicht austauschen. Manchmal kann man austauschen, das ist das Komische. So. Ja. Okay. Das dritte ist fertig. Oh Gott, das dritte ist fertig. Ja, toll. Und jetzt ist Rebecca wieder in der Ecke. Oh, nein, 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 nein. Wir suchen sie später noch einmal und jetzt stirbt sie. Nein, sie geht hoch. Okay. Oh, danke. Okay. Ich glaube, wir haben gerade mehr Glück als Verstand, kann das sein? Da ist das Ding. Okay, lass Rebecca in Ruhe. Nimm mich. Ich habe genug Heilung dabei. Es ist das Letzte. Komm schon. Komm schon. Es ist das Letzte. Komm schon, Rebecca. Mach schneller. Mach schneller. Mach schneller. So, wir haben es jetzt. Das vierte. Komm, das vierte. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Mit mehr Glück als Verstand. Oh, danke. Oh, Mann. Boah. Boah. Boah, Leute. Das war mehr Glück als Verstand. Noch eine Magnum. Hey, Queenie! Feast on this!
Oh mein Gott, Freunde, wir haben es geschafft. Ich glaub's nicht. Boah, mit mehr Glück als Verstand, wirklich. Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. I guess it's time to say goodbye. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Ja, liebe Freunde, und was dann in diesem Haus abgeht, seht ihr dann in meinem Let's Play von Resident Evil 1. Falls ihr es noch nicht geschaut habt, möchte ich euch das wärmstens ans Herz legen, weil da geht es tatsächlich mit dieser Handlung weiter. Und ja, ich finde es schade tatsächlich, dass Billy und Rebecca sich jetzt gerade getrennt haben. Ich meine, ich fand sie ein gutes Team, muss ich sagen. Auch als Paar wären sie ganz gut zusammengepasst, glaube ich. Ach, schöne Musik im Hintergrund. Ach, ja, Freunde. Wir haben Resident Evil Zero geschafft. Jawohl. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Auch mit der neuen Grafik und alles, mit der Steuerung, die jetzt zwar ein bisschen anders war als die klassische Panzersteuerung, aber dennoch sehr cool. Auch wenn er manchmal die Kamera ein bisschen gespackt hat, aber ja. Wir hatten ja unsere Schwierigkeiten, muss ich echt sagen. Vor allem beim Finale. Also ich habe ungelogen, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich weiß auch nicht, ob ich das alles mit reinnehmen werde, aber ich habe ungelogen 20 Versuche gebraucht, bestimmt. Bis ich das irgendwann gecheckt habe. Wobei, nicht wirklich. Am Ende hatten wir nur noch Glück, dass das Vieh einfach nur noch rumgestanden ist und wir dem schön den Weg blockieren konnten mit Rebecca. Ja, und was kann ich noch so sagen? Vielen Dank auch an alle jetzt, die mir hier zugeschaut haben. Ich möchte da einfach mal ein paar Leute erwähnen. Das wäre zum einen der Elite. Vielen Dank, dass du dabei warst. Auch ein Stammzuschauer mittlerweile. Freut mich sehr, dass du hier mitgefiebert hast und mir Tipps gegeben hast. Der nächste an der Reihe wäre der Flying Dragon Games. Auch ein Stammzuschauer, auch immer dabei. Hat mich sehr gefreut, du hast auch mitgefiebert. Ja, alles in allem ein sehr schönes Projekt. Dann war da der Just Svenny Gaming. Auch mittlerweile kann ich sagen, bei Resident Evil Stammzuschauer. Freut mich auch sehr, sei auch an dieser Stelle gegrüßt. Vielen Dank für deine Treue. Dann gibt es noch den Pixel Tee. Der hat sich auch mittlerweile zu einem richtigen Stammzuschauer entwickelt. Schaut auch glücklicherweise alles von mir, was ich sehr cool finde. Sei auch du an dieser Stelle lieb gegrüßt. Und ja, freut mich, dass du mit Elan dabei warst. Wirklich top. Und als Nachholzuschauer sage ich es einfach mal, weil er hat mir schon gesagt, dass er das Projekt am Ende schauen wird, wenn ich durch bin. Sei an dieser Stelle gegrüßt, Ready, Saphir Stern. Ich hoffe, das Projekt hat dir gefallen. Und ja, schreib einfach mal deine Meinung unter in die Kommentare rein, wie es dir so gefallen hat und was ich vielleicht noch besser hätte machen sollen. Könnt ihr alle ruhig schreiben. Ich glaube, das waren jetzt so erstmal alle. Der Baran Obama hat nochmal reingeschaut. Sei auch du an dieser Stelle gegrüßt. Ansonsten
Auch bei allen anderen natürlich, die nicht kommentiert haben. Sokaomi fällt mir noch ein, die gibt immer schön Supportchen, Supportdäumchen. Vielen Dank dafür. So viele Menschen. Bin ich gar nicht gewohnt, aber okay. Sagt halt auch einfach, dass dieses Spiel sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt hat. Und das hat es auch definitiv verdient. Ich meine, diese HD-Grafik mit Resident Evil Zero, der Vorgeschichte zum ersten Teil, wirklich super. Also Hut ab, Capcom. Ach ja. Und wie gesagt, auch an alle, die nicht kommentiert haben, vielen Dank fürs Anschauen, für eure Treue. Und genau, dann würde ich vorschlagen, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Outro noch geht, aber lauschen wir einfach mal der schönen Musik. Ich bin richtig am Schwitzen mittlerweile von dem Finale, also nach der Aufnahme werde ich erstmal richtig was trinken. So, and El Capcom Stuff. Jo. Shinji Mikami. Der Mitbegründer der Resident Evil Reihe und ich muss sagen, jupp, ein richtiges Genie, was Videospielprogrammierung angeht. So, als Nachfolgeprojekt wird Resident Evil 1 das Remake kommen. Ich hoffe, dass ich das bei mir so laufen kriege. Und da freue ich mich schon drauf, weil da spielen wir nochmal den ersten Teil nochmal aus einer HD-Remaster-Sicht. Und bin ich mal gespannt. Es sollte auch mehr Story geben, mehr Story-Elemente. Und ja, bin ich einfach mal gespannt drauf, jetzt nochmal in dieses Herrenhaus zurückzukommen. Ich meine, das ist ja wirklich eine sehr, sehr gute und geile Story von Resident Evil. So, ich hab's wieder geschafft. Ich hab wieder den ganzen Outro durchgeredet. Aber es gibt einfach so viel zu erzählen. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich da machen? Capcom, ihr seid einfach geil. So, Rang D. Zwei Errungenschaften, endlich raus und königlicher Abgang. So, getötet 135, Schüsse 753, Erholungen 30. Was sind Erholungen? Heilungs... Oha. Krass, also dieses Spiel wird tatsächlich bewertet, wie oft man speichert und wie viele Heilungen man benutzt. Wie viele Schüsse man abgibt, wie viel man tötet. Rang D. Ja gut, das ist mir scheißegal, wie gesagt... ihr wisst ja, dass wir... Hä? Leech Hunter. Sie können jetzt Leech Hunter spielen. Sie können jetzt den Wesker-Modus spielen. Was ist das jetzt alles? Ja, wie gesagt, das werde ich vielleicht irgendwann mal in einem Bonus-Part machen, aber erstmal jetzt nicht. Es wird jetzt hier im Anschluss direkt mit Resident Evil 1, dem Remake, weitergehen. Und wie gesagt, Rang D ist mir kacke egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Gut, liebe Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank an alle nochmal, die es zugeschaut haben. Und da würde ich mich freuen, euch beim nächsten Projekt wiederzusehen. Das heißt Resident Evil 1 Remake. Ciao, ciao und einen schönen Tag noch, euer Sebi.